einen Gin Tonic. Als Abschluss hatten wir auch Aufführungen mit Chansons. Und natürlich, wir haben auch Stücke mit Liedern einstudiert. Wir haben auch sehr viel getanzt. Ich denke, das wäre für einfache Musical-Rollen zum Beispiel sehr gut, könnte ich das benutzen. Ich spreche Tschechisch und Deutsch. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater ist halb Deutsch und die tschechische Kultur war schon immer auch mit der Deutschen verbunden. Ich habe seit 18 Jahren auch deutsches Theater gespielt und wir waren in der Schule, haben wir auch Russisch und Englisch gehabt, schon ganz früh. Und da habe ich auch eben teilweise versucht zu spielen in diesen Sprachen und ich habe diese Sprachen auch sehr gerne gehabt, sowie auch die Kulturen. Ich würde gerne weiterhin eigene Produktionen machen, mit eigenen Ideen. Ich würde gerne im Fernsehen Film spielen, auch im Theater und sehr gerne eben auch mit Theaterstücken mit Musik oder bis hin zum Musical. In letzter Zeit, ich versuche zu ganz einfachen Dingen des Lebens zurückzukommen, alles viel einfacher zu machen. Ich habe sehr gerne Natur und Musik, da bin ich glücklich. Und ich versuche viel weniger machen als früher und schauen wirklich, was ist das Wesentliche. Wenn wir Sonntag nicht mindestens unentschieden spielen, dann steht ja nächstes Jahr ein Parkhaus! Ich weiß nicht, was es war. Ich konnte es mir selber nicht erklären, aber irgendwie zogen mich diese Stoffe magisch an. Rudi, geh raus! Die Tornetze! Naja, aus dem mache ich schon noch einen guten Torwart. Ja, so eine richtige Katze. Geschmeidig ist er ja. Sonntag geht's um alles. Und mein Sohn, der Versager, kriegt Büstenhalter. Scheiße! Ja. Ich werde ihm eine Frau besorgen und wenn er ihn anbeißt, mach ich ihn kalt. Guten Tag. Ich melde mich dann. Ja. Der muss dringend ruhig gekehrt werden. Dafür müssten die Sachen weg. Ob sie wohl so nett werden? Ich kann gerade schlecht. Toni, ja. Seit wann sitzt du im Rollstuhl? Ein Rollstuhl? Ich wusste nicht, dass... Ich muss weiterarbeiten. Du wohnst unter einem der schönsten Dächer Hamburgs, die Stadt der Hafen, das liegt dir ja alles zu Füßen. Du musst mal raus aus diesem Keller. Nein, Philipp! Philipp! Da schneiden wir lieber dir die Weite der Wind. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Und außerdem mit deinem Schornsteinfeger an deiner Seite kann dir nichts passieren. Und die Schwimmhalle? Ich bin jeden Abend da. Nicht immer noch. Was ist aus deinem Olympiatraum geworden? Aber ich bin nur sagen gegangen. Lass uns mal wieder zusammen hingehen. Who are you talking about, you two? Just a kid we met.